Philipp Waldecker aus Düsseldorf ist überzeugter Klimaschützer. Und deshalb fliegt er nicht mehr. Gar nicht. Er fährt mit der Bahn und plant nun auch seine Urlaubsreise nach Split mit der Bahn. Ist ja auch kein Problem. Mal kurz Düsseldorf-Split eingeben. Oh, es tut uns leid. Wir können die von Ihnen gewählte Verbindung online nicht verkaufen. Mist, warum kann ich denn jetzt kein Online-Ticket kaufen? Herr Waldecker ruft schnell die Hotline der Bahn an. Hallo und herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Sie haben Ihre Reise noch vor sich oder sind gerade unterwegs? Dann sagen Sie Kundenservice oder drücken Sie die 1. Vielen Dank. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt mehr als 30 Minuten. Okay, Herr Waldecker beschließt, doch persönlich im DB-Reisezentrum zu buchen. Dort allerdings... Im Reisezentrum hat man mir gesagt, ich soll ein Interrail-Ticket kaufen und da sind irgendwie nicht alle Reservierungen drin. Und das kostet auch noch 240 Euro. Zu teuer, findet er. Was kostet denn so ein Flug von Düsseldorf nach Split? Nur 90 Euro? Er ruft gleich nochmal die DB-Hotline an. Sie brauchen 3 einzelne Fahrkarten. Eine für Düsseldorf-München, eine für München-Zagreb und noch eine für Zagreb-Split. Das hat allerdings einen kleinen Nachteil. Wenn die Deutsche Bahn zum Beispiel in Zagreb zu spät ankommt und ich meinen Anschlusszug verpasse, muss ich mir eine neue Fahrkarte kaufen. Denn die kroatische Bahn interessiert es überhaupt nicht, dass die Deutsche Bahn zu spät gekommen ist. Und da ist noch ein kleines Problem. Der Zug Zagreb-Split ist reservierungspflichtig. Die Reservierung kann aber nur die kroatische Bahn ausstellen. Vor Ort oder vielleicht auch online, das weiß ich nicht. Ganz schön kompliziert. Vielleicht doch fliegen? Aber nee, will er ja nicht. Die Zugunternehmen können oft nur ihre eigenen Tickets verkaufen. Das heißt, die Deutsche Bahn kann keine italienischen Zugtickets verkaufen und die Italiener können keine kroatischen Bahntickets verkaufen. Das ist ziemlich bekloppt. Okay, Herr Waldecker bucht jetzt einzeln ein Ticket bei der Deutschen Bahn, eins bei der österreichischen Bahn und eins bei der kroatischen Bahn. Jetzt kostet die Reise nur noch 96,48 Euro. Hoffen wir mal, dass alles klappt. Wenn man die Menschen vom Fliegen abhalten will, dann darf doch eine Zugbuchung nicht so kompliziert sein und 6 Stunden dauern, oder? Sie wollen umweltfreundlich ins europäische Ausland mit der Bahn? Kein Problem. Nehmen Sie sich eine Woche Urlaub, um Ihre Tickets zu buchen. Guten Tag. Mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und Extra 3 zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.